Und herzlich willkommen in der Wir sind die Klasse 8a der Edith-Stein-Schule. In den letzten Wochen haben wir uns mit dem Lebensweg unserer Namenspatronin etwas näher beschäftigt. Und wenn die Nacht kommt und der Rückblick zeigt, dass alles Stückwerk war und vieles ungetan geblieben ist, wenn so manches tiefe Beschämung und Reue weckt. Dann alles nehmen, wie es ist, in Gottes Hände legen und ihm überlassen. So wird man in ihm ruhen können, wirklich ruhen und den neuen Tag wie ein neues Leben beginnen. Lauter! Du hast kein Taktgefühl. Leiser! Geh nicht, Gess. Zu kurz! Thank you.
Auch zum Ende ihres Lebens haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. Der Davidstern im Hintergrund zeigt ihre Vergangenheit als Jüdin und ihre Treue zum jüdischen Volk bis in den Tod. Das Kreuz stellt den starken Glauben an Jesus dar. Das Blut symbolisiert ihren Tod in Auschwitz und das Leid der Menschen auf der ganzen Erde. Wer bist du, süßes Licht, das mich erfüllt und meines Herzens Dunkelheit erleuchtet? Du leitest mich gleich einer Mutter Hand und liest du mich los, so wüsst ich keinen Schritt, ich mehr zu gehen. Du bist der Raum, der rund mein Sein umschließt und in sich birgt. Aus dir entlassen, entsenk es in den Abgrund des Nichts, aus dem du es zum Licht erhobst. Du, näher mir als ich mir selbst und innerlicher als mein Innerstes und doch untastbar und unfassbar und jeden Namen sprengend.